Moin Leute, vor circa einer Woche habe ich dieses Video erstellt. Paluten reagiert auf Edgar im Tierheim. Da ging es um den YouTube-Account hier in Gelsenkirchen. Die haben nämlich ein Schwein und es nennt sich Edgar. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, guckt es euch auf jeden Fall an. Dann wird euch vielleicht dieses Video, was wir jetzt hier gerade machen, da wird euch ein bisschen was klarer. Auf jeden Fall haben die jetzt von der ganzen Sache logischerweise mitbekommen, weil die haben durch mein Video 10.000 Abos gemacht. Beziehungsweise die sind kurz davor, die 10.000 Abos zu knacken. Auf jeden Fall werde ich jetzt mal auf deren Video reagieren, das Tierheim mal anders. Das Paluten-Spezial. Ihr habt mir das auch ganz oft in die Kommentare geschrieben, Leute. Und ich weiß auch schon ungefähr, worum es geht. Aber was ich sagen möchte, ich habe über das Thema hier und noch viele weitere Dinge, wie zum Beispiel blöde Fruchtfliegen und Mücken, die mich attackieren, in der heutigen Folge vom Podcast gequatscht. Guckt da sehr, sehr gerne mal vorbei. Neue Folge ist online, gibt es auch kostenlos auf Spotify, Deezer, Soundcloud, überall, Leute, überall, wo es Podcasts gibt. So, Peter, jetzt hör mal auf zu labern. Die Leute wollen jetzt nicht deinen Podcast, sondern die Leute wollen das Tierheim. Das Tierheim anders, eine Aktion des Tierschutzvereins für Gelsenkirchen. Und jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Mann, Palut, hör doch mal auf, so komisch cringe-mäßig zu tanzen. Ja, das ist mir doch egal. Lass mich doch tanzen hier. Die Leute, die immer alles als cringe bezeichnen. Wir haben Donnerstag und damit sind wir zurück aus das Tierheim mal anders. Ja. Wenn Sie sich erinnern, sind wir normalerweise heute unter... Guck mal, wir werden hier sogar gesiezt. Das ist aber sehr höflich. Unterwegs zu einem Hund, einer Katze, einem Kleintier, um das zu besuchen. Ja, okay. Aus aktuellem Anlass. Okay. Saß ich gestern noch am Bundestag, habe mein Eis gegessen. Hä? Er saß am Bundestag? Ich dachte, ist der Bundestag nicht in Berlin? Aber nur gut. Ach, vielleicht sind die nach Berlin gefahren von Gelsenkirchen. Unschwer zu erkennen, war es auch lecker. Bin dann zurück in den Ruhrpott, ins Tierheim. Ja. Der Mike stand bereit, Kamera in der Hand, die Jasmin ist gerannt, mit Zetteln in der Hand aus Wikipedia, denn Folgendes ist passiert und das werden wir euch nicht vorenthalten. Hallo Jasmin. Hallo André. Du hast ausgedruckt, denn Folgendes ist passiert. Ich saß... Alter, guckt euch das mal an, was sie jetzt hier haben. Guckt euch Facebook, das Internet Explorer... Kann nicht mal mehr reden. Das Internet Explorer Icon. Benutzt man den Internet Explorer nicht eigentlich nur dazu, um sich Google Chrome runterzuladen? Zumindest ist es bei mir, wenn ich am Computer arbeite. Auf dem Handy ist es ja meistens schon vorinstalliert, aber ach komm, jetzt bin ich... Ach Mann, ey. Ich bin gespannt, was sie sagen. Du erinnerst dich, wir haben ja noch telefoniert. Ich saß ganz toll in Berlin bei 28 Grad Sonnenschein, blauem Himmel, unter einem Schirm, der mich überhaupt nicht geschützt hat. Tauwetter für Dicke, ne? Haben wir ja schon des Öfteren genannt. Hab gegessen und mein Handy vibrierte. Als ich dann unseren YouTube-Channel aufmachte, sah ich dann 671 Abos. Vorab, 2 Stunden vorher, hatte ich geschaut, da waren es 308. Und dann mir erstmal meine Brille sauber gemacht, nochmal drauf geguckt und es stieg und stieg und stieg. So, das erste, was ich getan habe, sind Mike und Jasmin angerufen. Der Mike hat gepennt, Jasmin ging dran. Also habe ich mit Jasmin gesprochen und überall stand Paluten, Paluten, Paluten. So die Panik, wir sind gehackt worden. Nein, ich und meine Hacker-Crew, wir haben nicht euren Account gehackt. Alter Schwede, nee, das ist auch eine super interessante Situation. Ich weiß, ich hatte das ganz früher auch mal. Da hatte ich, für die Leute, die seit Jahren dabei sind, die kennen die Story. Und zwar hatte ich bei einem Contest damals von Simon mitgemacht. Simon hatte, glaube ich, damals, lasst mich nicht lügen, 100.000 Abonnenten und ich... irgendwie, vielleicht 1.000 maximal. Vielleicht hatte Simon auch mehr. Und damals hatte ich bei einem Contest von ihm mitgemacht und da hatte er mich dann auch in einem Video erwähnt und hatte sich mein Video angeguckt und dann habe ich auch auf einmal, weil damals hatte ich das noch aktiv, dass immer, wenn ich ein Abo bekomme, dass ich dann eine E-Mail und eine Benachrichtigung bekomme. Und auf einmal kamen die ganzen E-Mails und das war so ein geiles Gefühl, weil auf einmal so viele Leute auf den eigenen Kanal gekommen sind. Weil wie gesagt, wenn du 1.000 Abos hast, hast du nicht viele Leute, die auch dich tatsächlich aktiv gucken. Ich meine, es ist ja zum Beispiel auch so, im Laufe der Zeit sammelst du einfach immer mehr Abonnenten. Zum Beispiel beim Kanal aktuell. Ich habe jetzt 3,7 Millionen Abonnenten. Leute, die mich zum Beispiel vielleicht 2012 und 2013, 14 abonniert haben. Davon gibt es Leute, die gucken gar kein YouTube mehr, weil die mittlerweile, keine Ahnung, erwachsen sind, Familie haben oder auch sonst was. Wisst ihr? Also man hat immer so ein paar tote Accounts. Ja, als dann dieser Schwall damals, es war so ein geiles Gefühl. So, aber die denken direkt gehackt. Ja gut, hackt bei Paluten, Alter. Wir wurden eines Besseren belehrt, denn unsere Jasmin hat Paluten dann einfach mal eingegeben und auch bei Wikipedia eingegeben. Was konntest du rausfinden?
Ich konnte eine ganze Menge rausfinden. Paluten war mir vorher auch nicht bekannt. Wir haben echt gegrübelt, was es sein könnte. Paluten ist ein super bekannter YouTuber und der tatsächlich mit seinem Video über Edgar, unser Schwein, unseren YouTube-Kanal hat explodieren lassen. Okay. Nein, wir sind ja jetzt bei... Also, da möchte ich auch nochmal ein großes Dankeschön an euch rauslassen, dass ihr da einfach mal bei dem YouTube-Account vorbeigeguckt habt, die abonniert habt, um zu gucken, so, yo, was machen die eigentlich? Und ich finde es eigentlich cool, dass so ein Tierheim auch da so einen eigenen YouTube-Kanal hat. Also, finde ich cool. Deshalb geht auch ein großes Dankeschön an euch raus, dass ihr da auf jeden Fall mal vorbeigeschaut habt. Über 4.500 Abos. Wiedergabezeiten, die wir vorab, da haben wir nie dran geglaubt, diese zu haben, das muss man ja auch sagen. Er hat aufgerufen, für uns zu spenden, uns zu unterstützen. Wir brauchen Abos, 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 die brauchen wir immer noch. Wir sind natürlich auf großer Fahrt, wir wollen 5000 knacken. Wir sind immer dabei, für euch lustige, aber auch interessante und informative Videos zu gestalten. Aber in Zukunft, unser neues Studio kennt ihr, wir haben es erweitert, denn wir werden ja ganz toll unterstützt und das ist nur für euch, Paluten-Community und Paluten. Wir haben dich natürlich auch im Video, ne? Du kannst oben sehen auf dem Bildschirm, wir sind jetzt nicht so, dass wir hier einen riesen Flat haben, aber Edgar und Paluten sind dabei. Ja, ihr guckt, die sind bescheiden, weißt du, die kaufen dann nicht so einen riesen Fernseher, sondern die kaufen dann lieber Futter für die Tiere. Wunderbar. Mit unseren Mitteln, einem gespendeten Fernseher, wir haben dich dabei. Wir sind echt dankbar und finde das richtig gut. Du bist unser Star. Deine ganze Community ist unser Star. Jetzt haben wir natürlich die Challenge angenommen, dass wir darüber berichten. Das hat deine Community sich gewünscht. Tun wir, ganz klar. Der ganze Vorstand steht dahinter, die Tieranleitung steht dahinter, unsere Kollegen stehen dahinter. Aber du hast so toll gelacht, als unser Edgar mit dem Schwänzchen gewedelt hat. Und Edgar hat heute Morgen, der Mike hat mit ihm telefonieren können und hat gesagt... Ich will Paluten sehen. Das heißt, unsere Challenge geht jetzt dahingehend weiter, dass wir natürlich gerne möchten, dass du uns besuchst. Wir werden dir unser Tierheim zeigen und wir fahren zu Edgar. Und also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du uns auf jeden Fall besuchst, die Einladung annimmst, oder Jasmin? Ja, natürlich. Und Edgar kennenlernen. Also dazu, Edgar kennenlernen auf jeden Fall. Das Problem ist nur, Leute, ihr wisst, ich bin Dulli. So, was so neue Leute kennenlernen angeht. Und ich bin einfach, auch wenn ihr immer sagt, ja, aber du bist doch ein YouTuber mit so und so vielen Millionen Abonnenten. Ich bin trotzdem an sich ein schüchterner Kerl. Ich mache jetzt so und so viele Jahre YouTube. Während andere Leute schon mal, sagen wir mal, ein Däner oder so irgendwo im Fernsehen mal zu sehen war bei der einen oder anderen Show. Ich habe da nicht so Lust drauf. Ich bin nicht so der outgoing Typ. Ich weiß, ich mache oftmals, das kann ich manchmal ganz gut, ich sag nur, GLPs Kuchen. Ich mache manchmal Ankündigungen und die klappen dann manchmal doch nicht aufgrund meiner eigenen Dulli-Haftigkeit und Schusseligkeit. Aber ich muss einfach sagen und da muss ich auch einfach an mich und an meine Gesundheit denken, solange Cronimoni so präsent ist, möchte ich das Risiko nicht eingehen, denn momentan, ich meine, ich habe meine Eltern jetzt seit Januar nicht mehr gesehen. Da war ich zum Geburtstag meiner Mutter dort, weil Gelsenkirchen ist von mir circa 6 Stunden Fahrt entfernt. Und liebes Tierheim Gelsenkirchen, seid mir da bitte nicht böse, aber bevor ich euch in dieser jetzigen Zeit besuchen würde, würde ich eher mal meine Mutter oder meinen Vater halt beide besuchen. Wenn, das möchte ich zumindest festhalten und das ist was ich mir persönlich auch vornehmen würde. Wenn das wirklich alles geklärt ist und weißt du und der ganze Stissel mit diesem überstanden ist und es sozusagen keine großartige Gefahr mehr da ist, dann komme ich auch gerne mal vorbei, wenn ich in der Gegend bin, wenn ich irgendwie mal in Köln bin, dann könnte man sowas machen. Aber so in der jetzigen Zeit würde ich halt eher mal meine Eltern besuchen, anstatt in so ein Tierheim zu fahren. Und aus dem einfachen Grund, sag mir da... Ich habe einen Bezug zu Edgar, aber jetzt nicht unbedingt so einen großen zu dem. Ich möchte euch gerne supporten und ich finde es auch cool, dass wir es zusammen geschafft haben, das Tier im Gelsenkirchen da den definitiv mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Aber um es zusammenzufassen, wenn dieser ganze Kram, der momentan so in der Welt los ist, fertig ist, dann komme ich da auch gerne mal vorbei, weil ich habe einfach keinen Bock, mich anzustecken. Ich meine, allein ich müsste mit der Bahnfahrt, eine Bahnfahrt dauert auch 5,5 Stunden und so. Das mag für den einen oder anderen von euch vielleicht jetzt lächerlich klingen, aber wie gesagt, ich würde halt eher meine Eltern mal besuchen fahren, fliegen oder whatever. Und das ist nun mal in Hamburg und Gelsenkirchen ist, glaube ich, von Hamburg auch nochmal, keine Ahnung, wie viele Stunden entfernt. Wenn das alles vorbei ist, gerne, aber momentan ist es für mich
keine Option. Und dazu kommt, dass ich echt schüchtern bin. Ich hatte das Thema auch schon mal unter einem Video angesprochen und dann meinte auch jemand von den Zuschauern, was, du fährst da nicht mal hin? Abo gekündigt. Ich werde das hier nochmal einblenden. Und da habe ich auch nur geschrieben, ey, so ganz ehrlich, auf so jemanden wie dich kann ich sowas vom verzichten. Wer das nicht verstehen kann, wie gesagt, auf solche Leute kann ich verzichten. Wir gucken das jetzt aber nochmal fertig hier. Mann, ich habe mich jetzt ein bisschen verquatscht, sorry. Kann man bestimmt mal ein paar Sachen zum Naschen geben und vielleicht auch mit dem Kehrbesen mal ein bisschen seine Borsten schön streicheln, ja, ne? Weil wenn er sich dann schon mal im Stroh gewälzt hat, das haben wir ja gestern mitbekommen, das hat der ja auch sehr viel Spaß gemacht, ne? Dass man ihn dann ein bisschen bürsten kann und ich denke, der würde sich mega freuen über deinen Besuch. Es muss sein und Paluten, mal ganz ehrlich, wir feiern dich und wir wollen, dass Edgar dich feiert, also was bleibt uns da anderes übrig? Komm hier hin, stell dich mit uns hier hin, wir quatschen ein bisschen, fahren zu Edgar und ja, dann hast du nicht nur bei Minecraft deinen Edgar, sondern auch hier im Game. Nicht nur bei Minecraft habe ich doch hier meinen Edgar. Hashtag Werbung, sondern auch bei meinem tollen Buch. Aber der Edgar sieht ein bisschen anders aus. Was ganz Besseres geben, was gibt's Geileres? Leute animieren. Wir wollen Paluten sehen, helft uns. Und damit verabschieden wir uns ja auch schon. Ach, das war's schon. Für das Paluten. Spezial, so nennen wir es. Genau, doch danke an die ganze Community, ne? Auch die ganzen Kommentare, die ihr da gelassen habt. Und ja, ja, da habt ihr mich ordentlich in die Kommentare, so viele Kommentare, die das reingespammt haben. Mit Paluten Gelsenkirchen, Paluten Gelsenkirchen, Paluten Gelsenkirchen. Ich hab's auch mitbekommen, Leute. Die ganzen Videos, die ihr euch angesehen habt und überall, wo die Kommentare drunter sind, allerherzlichsten Dank auch an die ganze Community. Wirklich super, super großartig. Freuen wir uns natürlich riesig drüber. Weil das wird natürlich auch wieder weitergetragen und sorgt wieder für neue Abonnenten. Und deshalb weiterhin abonnieren, abonnieren, abonnieren. Genau. Haut auf die Tasten, ballert rein. Wir brauchen euch. Unterstützt uns. Sind aber auch ein paar Abo-Geier hier mit abonnieren. Abo, nein, ist ja vollkommen in Ordnung. Also ganz ehrlich, es klingt vielleicht blöd, aber Tierheime sind ja eine gute Sache. Die kümmern sich um Tiere, die kein Zuhause haben. Deswegen, also, finde ich das vollkommen legitim, wenn die da versuchen, ihre Online-Präsenz aufzubauen und da vielleicht auch mal sagen, abonnieren, abonnieren, abonnieren. Ihr könnt auch meinen Kanal abonnieren, abonnieren, abonnieren. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ich finde es einfach, es ist eine schöne Sache und ich freue mich auch, die zu supporten. Ich freue mich dann auch, wenn es die Zeit erlaubt, dass ich da mal hinfahre. Aber, ja. Ja, Paluten, du weißt, wie du uns findest. Du weißt, wie du uns kriegst. Meld dich bei uns. Wir verabreden uns und ja, wir dürfen dir versprechen, es wird ein aufregendes Erlebnis. Also bleib dabei, wir sehen uns aber heute nochmal wieder mit dem Tierheim mal anders. Wir sind unterwegs, freut euch drauf, bis dann und tschüss. Tschüss. Okay, tschüss. Gibt's jetzt nochmal die Musik? Ah, das ist das ganze Team da. Oh, so verliert man 2000 Abos in 3 Minuten. Ja, das war eine nice Zeit. Okay, Leute, ich wollte mal sagen, das war's. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Wenn ihr jetzt noch Langeweile habt, guckt euch die neueste Folge von Lego an. Und habt jetzt noch einen traumhaften Tag. Schaut bei den Jungs und Mädels vorbei. Haut rein. Tschüss.